Gesundheit ist das, was sich aus meinem Seinszustand manifestiert. Mein Seinszustand ist das, was ich glaube zu sein, hier und jetzt. Und das Problem ist, wir setzen unseren Seinszustand in Bezug auf eine Realität da draußen, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf unsere Lebenssituation. Und das machen wir automatisch, seitdem wir uns identifizieren. Also das heißt, seitdem wir 4, 5, 6 Jahre alt sind, wo wir verstehen, okay, ich bin ja jemand in dieser Welt. Ich bin jemand. Ich habe einen Namen und ich bin jemand. Und dann versuche ich herauszufinden, wer ich bin. Und dann referenziere ich mich in Bezug auf mein Umfeld, in Bezug auf meine äußeren Umstände, wo ich halt aufgewachsen bin, was meine Eltern mir sagen, was meine Eltern mir zeigen, was meine Eltern mir reflektieren. Und aus all diesen Informationen, und das sind energetische Informationen, die ich aufnehme, weil ich das kann, weil ich so gut bin da drin, nehme ich diese energetischen Informationen auf und identifiziere mich mit dem sogenannten Ego. Ich habe das Gefühl, ich bin diese Person. Ich habe das Gefühl, ich bin diese Patricia. Ich nehme mal jetzt mich. Ich habe das Gefühl, ich bin diese Patricia, die in diesem unstabilen Umfeld aufgewachsen ist, die sich nicht auf ihre Mutter verlassen kann, die nicht das Gefühl hat, ihre Mutter liebt sie, die sich unsicher fühlt, die eigentlich nicht weiß, wie man die Dinge richtig macht, weil sie eigentlich immer alles falsch macht. Egal, was sie macht, es ist immer falsch, es hat immer negative Konsequenzen. All diese Dinge. Ich könnte da ewig noch weiter reden, aber dass du verstehst, wie das zusammenkommt. Und irgendwann mal war ich die Patricia, die nicht gut genug war, die machen konnte, was sie will. Sie hat immer Schimpfe bekommen. Sie war immer allein. Sie war nicht unterstützt. Niemand hat sie gesehen. Niemand hat das Gute in ihr gesehen. Wenn man sie gesehen hat, hat man nur das Schlechte in ihr gesehen. Das Gute konnte gar nicht gesehen werden. Und ich war ein böses Mädchen. Ich war immer an allem schuld. Und am liebsten hätte ich mich versteckt. Habe ich mich versteckt? Ich wollte mich verstecken, weil ich ja dieses böse Mädchen nicht sein wollte und ich aber nicht wusste, was ich tun kann, um nicht mehr das böse Mädchen zu sein und nicht mehr bestraft zu werden, um endlich gut zu sein, um gut zu sein, auch in der Schule, um anerkannt zu sein, um was kann ich tun, dass man das Gute in mir sieht. Und das sind Konditionierungen, das sind Annahmen, das sind Rückschlüsse, mit denen wir unser Ego, unsere Identität in frühen Jahren festlegen. Unbewusst. Das ist das Spiel, das ist das Spiel des Lebens. Das ist so. Das ist nicht, weil wir verdammt sind, das ist nicht, weil wir verflucht sind, das ist nicht, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, das ist nicht, weil wir in die falsche Familie geboren sind, sondern es ist so. Und warum ist es so? Damit wir das Spiel des Lebens, das Spiel der Energie, das Spiel, das wir hier spielen, als Energie verkörpert, durchschauen und lernen es zu spielen. Mit durchschauen meine ich, die Spielregeln erkennen. Und das geht durch den Prozess des Leidens, wo wir merken, mit dieser Identität, die ich das Leben gestartet bin, entwickeln sich
diese Realitäten da draußen, diese Situationen, diese Beziehungen, das hat mit mir zu tun. Und deswegen, weil ich eben diese bin, weil ich glaube, diese zu sein, glaubt die äußere Welt natürlich, dass sie auf mich reagieren muss. Nicht nur glaubt, sondern das ist so, das ist energetisch. Also das heißt, jeder Mensch reagiert auf mich. Jede Situation reagiert auf mich, auf das, was ich mir vorstelle zu sein. Und tief, tief, tief darunter ist eine Baseline und die heißt, du bist falsch, du bist nicht gut genug und deswegen gehörst du bestraft. So, das ist die Baseline. Das glauben wir alle an irgendeinem Punkt. Und wenn wir das lange genug glauben und danach leben, uns danach verhalten, diese Person weiter und weiter und weiter verkörpern, werden wir krank. Weil was heißt krank? Ich bin falsch. An mir ist etwas falsch. Krank heißt, schau, an dir ist was falsch. Und deswegen musst du nach dem, was ich vorher gesagt habe, eingestehen, dass dein unterschwelligste Überzeugung von dir ist, dass an dir etwas falsch ist. Und das zeigt dir dein Körper. An deinem Körper ist auch was falsch. Genauso wie an allen Menschen da draußen was falsch ist, an deiner Lebenssituation was falsch ist, an deinem Lebenspartner was falsch ist, leider Gottes oft auch an deinen Kindern was falsch ist, weil du so gepolt bist, dass etwas falsch ist. Und dass es sogar schützend ist, dass es sogar hilfreich ist, frühzeitig zu erkennen, was da draußen falsch läuft, damit ich nicht so tief verletzt werde, damit ich nicht so tief abgelehnt werde, damit ich nicht so tief bestraft werde. Verstehst du diesen Hexenkreis, aus dem du nur aussteigen kannst? Ich sage dir jetzt schon die Lösung, indem du erkennst, dass diese Identität, die du als Kind angenommen hast, nicht deine wahrhaftige Identität ist. Das ist nicht, dass du dich nicht in Relation zu dem, was du kennst, was du weißt, was mal war, was dein Verstand verarbeitet hat, identifizieren musst, sondern dass du dich rein und fein aus deinem Divine Design Soul Blueprint, aus dem Blueprint, der wusste, dass du perfekt bist, bevor du in diesen Körper gekommen bist, bevor du dich manifestiert hast und bevor du dich mit deinem Verstand identifiziert hast, der wusste, dass du perfekt bist. Und das muss dir so, so klar werden, wie das alles zusammengegangen ist, dass du dich falsch identifiziert hast, dass du aber hier bist, um aufzuwachen, zu erwachen, erwachsen zu werden, um Firmung und Kommunion zu dir zu nehmen. Das heißt, du bist erwachsen. Ich nehme die Religion her, ich bin null religiös, aber wir kriegen das eingetrichtert, weil es einfach das Prinzip des Lebens ist, dass du irgendwann mal den Leib Christi zu dir nehmen musst. Ich nenne es nicht Leib Christi, ich nenne es Divine Design Soul Blueprint, mein göttliches Soul Blueprint, das muss ich mir einverleiben, um daraus meine neue, wahrhaftige Identität rauszuziehen, da mich zu relativieren, mich zu der Göttlichkeit, zu der Perfektion, zu dem, dass ich bedingungslos in Ordnung und geliebt bin. Zu dieser Tatsache muss ich mich relativieren und nicht zu der Tatsache, was andere mir beigebracht haben, was sie mir gelernt haben, was sie über mich gesagt haben. Ich muss einen riesengroßen Cut machen und sagen, gut, wo ziehe ich meine Identität her? Zu was relativiere ich mich? Relativiere ich mich zu meiner wahrhaftigen Wahrheit und identifiziere ich mich, weil relativieren heißt auch identifizieren? Oder
relativiere ich und identifiziere ich mich noch zu dem, was ich mir mal zusammengedacht habe, wer ich bin, zu meinem sogenannten Ego. Das Ego ist nicht böse, es ist nicht egoistisch, sondern es ist eine Identifikation. That's it. Das ist das Ego. Das Ego ist nichts Schlimmes, sondern es ist einfach eine Identifikation, die tatsächlich wahrhaftig mit mir nichts zu tun hat, wenn ich sie loslasse. Wenn ich aufhöre, mich mit der Person zu identifizieren, die ich nicht bin, sondern weiß, ich bin göttliches Design. Ich bin göttliches Divine Design, Soul Core Blueprint. Ich bin okay, ich bin perfekt, an mir war noch nie was falsch, bis auf die falsche Identifikation, die ich mir angezogen habe. Und das ist okay, ich bin völlig fein damit. Aber jetzt weiß ich, ich habe es verstanden und identifiziere mich mit meiner Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und wenn du das tust, dann geht diese untergelegene Überzeugung, dass etwas falsch mit dir ist, dass du bestraft werden kannst, dass du abgewiesen werden kannst, dass du was nicht sein darfst. Und das heißt eben auch, du darfst etwas nicht tun, du darfst etwas nicht sagen, du darfst etwas nicht wollen. Wenn du diesen ganzen Käfig aufbrichst und dich manifestierst als die, die du wahrhaftig bist, kann in deinem Körper keine Überzeugung mehr manifest werden, also Hand anfassbar, sehbar, spürbar, die Krankheit bedeutet. Und was das Problem immer wieder ist, Krankheit hält mich in der nicht gut genug Identifikation. Weil ich mir immer wieder denke, wenn ich es jetzt geschafft hätte, wenn ich wüsste, wer ich bin, wenn ich gut genug wäre, wenn ich wirklich mein Design, Divine Design Core Blueprint, mein göttliches Design, meine Wahrhaftigkeit leben würde, wäre ich ja nicht mehr krank. Aber ich sehe ja noch die Krankheit. Und in dem Moment, wo du wieder in ein Denkmuster von ungenügend, von Mangel, und Krankheit ist ja nichts anderes als ungenügend und Mangel, reingehst, identifizierst du dich wieder als Person, als Identität, die Probleme hat, die eingeschränkt ist, die ungenügend ist. Und der einzige Weg aus diesem Teufelskreis heraus ist eine immer größer werdende Klarheit darüber, wer ich bin. Eine immer größer werdende Klarheit, dass woher diese Energie kommt, die ich bin, weil die kommt aus meinem Seinszustand, aus meiner Identifikation mit der Vorstellung und den Gedanken und den Annahmen. Das ist die Energie. Die kann ich sofort wechseln. Und wenn ich andere Annahmen ändere, dann wechselt das. Und dann wechsle ich mich, dann wechselt sich meine Befindlichkeit, dann wechselt sich mein körperliches Empfinden, dann wechselt sich mein emotionaler Zustand. Die Krux ist aber, dass wenn du Hilfe hast, wenn du in einer Energieheilungssession bist, wenn du in einem Coaching bist, wo dir diese Energie gehalten wird, das heißt, die Vorstellung wird von dir fokussiert für dich mit, du gehst ja mit einfach, ist es fein und du fühlst Erleichterung, aber du kommst immer wieder, du hast immer wieder ein Backlash. Und dann denkst du, ich brauche mehr von dem. Ich brauche mehr Heilung, ich brauche mehr Verbesserung, ich brauche mehr. Und wer mehr braucht, hat zu wenig. Und wer zu wenig hat, der ist im Mangel. Und der ist wieder mit seiner mangelhaften Vorstellung, die Gott ja nicht kennt, die das Göttliche, die göttliche Vorstellung nicht kennt, identifiziert. Und dein einziger Ausweg ist, dieses Prinzip zu verstehen, aber so tief zu verstehen, dass du keinen Zweifel mehr dran hast.
Scheiße, genau so ist es. Ich habe immer aus einer falschen Identität meinen Seinszustand heraus generiert, dadurch, dass ich mich so gesehen habe, dass ich mich so selbst betrachtet habe und dass ich natürlich dann davon ausgegangen bin, dass die anderen mich auch so sehen. Und jetzt nützt es nur, dass du dich selber als das siehst, erfährst, erdenkst, erglaubst, erweist. Das ist die größte Kraft und Power, ist ein unwiderrufliches Wissen, dass du weißt, wie die Energie funktioniert und wie du sie generierst. Dieses Wissen muss das Einzige sein, was dich interessiert. Und aus diesem Wissen, aus dieser Ansicht, aus dieser Perspektive identifizierst du dich von Moment zu Moment. Und in dem Moment, wo du dich identifizierst, egal, nur weil ich eine Umfrage mache hier in der Facebook-Gruppe oder weil du einen Schmerz spürst, weil du weißt, du hast nachts wieder nicht gut geschlafen oder weil du weißt, dir ist gestern wieder schwindelig geworden, dann weißt du, dass es einfach nur die langfristige Fehlidentifikation, Falschidentifikation mit deinem unheilen Seinszustand ist, als unheiler Mensch, der diese Manifestation in Form von körperlicher Reaktion hervorgerufen hat. Aber dir ist sonnenklar, wenn du dieser Mangellüge nicht mehr auf dem Leim gehst, wenn du der ganzen Diskussion, der ganzen Glaubensmuster, die ganzen Rückschlüsse, die immer wieder darauf abzielen, etwas ist nicht in Ordnung mit dir, wenn du diesen nicht mehr folgst, wenn du diesen keine Beachtung mehr gibst, wenn du diesen sagen kannst, ich identifiziere mich nicht damit, es interessiert mich nicht. Und aber gleichzeitig weißt, womit du dich identifizierst und dass dich das interessiert und dass du das machst und dass du so lebst und dass du so denkst, wie es für dich großartig, stimmig und perfekt ist. Ich gebe dir jetzt zum Abschluss von diesem Video noch ein Beispiel. Stell dir vor, du hast dich dein ganzes Leben lang damit identifiziert, dass du jemand bist, eine Fußballerin oder ein Fußballer. Du hast dich dein ganzes Leben lang als Fußballer identifiziert und plötzlich merkst du, Scheiße, ich hasse Fußball. Ich will gar nicht, ich wollte nie Fußball spielen, ich bin da irgendwie reingerutscht und jetzt bin ich sogar irgendwo riesengroß im Fußball. Aber das ist gar nicht meins, das hat mir noch nie entsprochen, das hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich bin da reingerutscht, weil alle zu mir immer gesagt haben, du bist Fußballstar, das ist super toll und du kannst das so gut und du hast so viel Talent und so weiter und so fort. Und plötzlich sagst du, fuck, das macht mir doch eigentlich nie Spaß, das ist einfach nur eine Qual. Und dann, wer bist du denn dann? So geht es übrigens ganz, ganz vielen Spitzensportlern oder sonstigen Musikern und was weiß ich nicht, was Leute, die mit einer Identität erfolgreich waren und plötzlich merken, fuck, was habe ich da nur gedacht, gemacht? Das war alles fake, das war ja nie ich, das wollte ich ja nie machen, das wollte ich ja nie sein, das wollte ich ja nie tun. Und viele von euch, egal ob Spitzensport oder nicht, identifizieren sich halt nach wie vor als jemand, den sie gar nicht sein wollen in einem Leben, das sie gar nicht leben wollen. Und da gibt es nur einen einzigen Ausweg. Und der ist, mich bedingungslos zu identifizieren. Bedingungslos in meiner Größe, in meinem Star-Allüren. Ich brauche keine Bedingungen, ich brauche keine Beweise, ich brauche keine Relativität im Außen. Ich kann es einfach sein, weil ich es bin, weil ich verstehe, dass ich sein kann, wer ich bin, unabhängig von irgendeinem Grund. Das heißt bedingungslos.
Das heißt, ich kann bedingungslos mich annehmen, akzeptieren, lieben, bedingungslose Liebe. Und dann gehst du in das Universum, wo du bedingungslos wählst, wer du bist und was du hast. Wie du wirkst und wie du erscheinst. Und da liegt deine Heilung. Da liegt auch deine Gesundheit. Da liegt alles. Auch wenn du geschrieben hast, eben Finanzen, die sind da. Das ist alles in diesem Seinszustand, der diese Realität für dich eröffnet, wo alles perfekt ist, wo alles gut ist. Und da musst du zuerst deinen Kopf hinkriegen und dann kommt dein Körper und deine Außenwelt. Dann kommt alles, was Form hat. Wenn du in deiner Energie dort bist, wo es dir gut geht, kommt dein Körper in Perfektion und kommen äußere Umstände in Perfektion. Das heißt Menschen und Situationen, Chancen, Möglichkeiten. Für alles ist gesorgt. Wenn du beginnst, für dich zu sorgen, wie für jemanden gesorgt wird, der geliebt, gewollt, perfekt ist, nichts falsch machen kann, für nichts bestraft wird, keine Fehler macht und einfach nur sich selber ist. Da ist deine Heilung drin. Aber den Weg, den Transit von der falschen Identität, herausgelöst aus der falschen, unerwünschten Realität, den musst du gehen. Und ich weiß, Dr. Joe Dispenza sagt, da ist eine Bridge. Aber weißt du, wie groß die Bridge ist? Diese Brücke, die ist ein Millimeter, einen Moment lang zu überqueren. Mit einer Entscheidung. Da musst du nicht lange Brücken laufen. Du musst eine Entscheidung machen und die nie wieder rückgängig machen. Eine Entscheidung, dass du in dein Divine Design Soul Blueprint einsteigst und da bleibst und alles dafür tust, dass dein Verstand, dass dein Denken, dass äußere Umstände, dass Ängste, alles, was du dir nur vorstellen kannst, was dich abhalten kann, die zu sein, die du wirklich bist, der zu sein, der du wirklich bist. Ich sage jetzt einfach immer die, weil ich dir jetzt im Anschluss an dieses Video wirklich ans Herz legen möchte. Komme in unser Divine Design Soul Blueprint Programm. Da gehen wir 3 Monate auf die andere Seite und verankern dich da drin, mental, emotional und physisch. So, dass du wirklich diesen Shift eben auch körperlich wahrnimmst, mental verstehst und ihn hältst. Und all deine Heilungsversuche jetzt, die sind nicht gefruchtet, weil du immer wieder hin und her gegangen bist. Weil du immer wieder Sicherheit, Bekanntes, ja, aus Angst, dass da auf der anderen Seite irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, irgendetwas Unbekanntes gegen dich arbeiten könnte. Dabei bist es nur du selber. Du gehst aus Angst zurück in alte Denkmuster, in alte Verhaltensweisen. Du gehst aus Angst lieber dahin zurück, wo du dich früher identifiziert hast, weil du das Neue noch nicht kennst. Aber deswegen kommst du in unseren Raum, weil wir kennen das Neue. Wir haben keinen Zweifel mehr an der Großartigkeit von uns und jedem anderen Menschen, was wir wirklich sind. Und wir werden deinen Verstand, wir werden es klar machen, wir werden dein Denken klar machen, wir werden deinen Körper, wir werden deinen Gefühlen und deinen Emotionen klar machen, wer du wirklich bist, sodass du es nicht mehr vergisst. Das ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst suchen und solange du suchst, und nicht anerkennst, dass du jetzt hier gefunden hast und dass es einfach für dich wirklich nur unwiderruflich
geht, diesen Shift zu machen, weil du weißt, wer du bist. Und weil du weißt, dass deine äußere Welt eine Reflexion von dir ist. Dass da draußen nichts zu verlieren ist, sondern dass sich alles an dich anpasst. Wenn dir das sonnenklar ist, dass alle Menschen, die dich sehen, dich mit neuen Augen sehen, wenn du dich mit neuen Augen siehst, in deiner neuen Identität und in deiner neuen Realität, dann gehst du. Aber solange du noch Angst hast, was können die anderen machen, sagen und tun, weil du noch nicht tief 100% verstanden hast, dass die anderen so sind, wie du sie siehst, weil du die Energie bist, die ist. Außer dir ist niemand in deinem Universum, in deiner Realität. Und wie, was heißt das? Es sind keine Menschen da, die sich deiner Identität entziehen können, wenn du sie verkörperst. Es ist nicht möglich. Nur in dem Moment, wo du zweifelst, dass die Menschen deine Identität, deine Wahrhaftigkeit sehen, weil du selbst an dir zweifelst, bam, fällt das ganze Kartenhaus zusammen, das du dir aufgebaut hast. Und viele von euch, ich inklusive auf meiner Reise, haben mir immer wieder Kartenhäuser aufgebaut, die kollabiert sind. Kollabiert, weil ich es nicht glauben konnte, weil ich es glauben konnte, aber doch Zweifel hatte, das heißt, ich habe es nicht gewusst. Und dieses tiefe Wissen, das brauchst du. Glaube erlaubt Zweifel. Wissen erlaubt keinen Zweifel. Wissen kannst du kurz vergessen und deswegen ist es deine Aufgabe, dich in ein Umfeld, in ein Leben, in Situationen zu bringen, die dir nicht mehr erlauben, zu vergessen, wer du bist. Das ist deine Aufgabe. Wenn du das verstehst und weißt, wie labil dieses ganze Kartenhaus zu Beginn ist, musst du für dich einen Raum, einen Rahmen schaffen, der, sobald es anfängt zu wackeln, dich stabilisiert. Und das ist das, was ich dir biete. Ich biete dir das. Und ich kann dir eins sagen. Ich brauche das bis an mein Lebensende, dass ich in einem Lebensraum, in einem Arbeitsraum für mich, den ich mir so aufstelle, generiere für mich, dass ich hier überall, links, rechts, oben, unten, permanent gestützt werde, wenn mein Hirn ausfreakt, wenn ich Panik bekomme, weil ich vergessen habe, wer ich bin. Und wie das Ganze hier funktioniert, weil ich wieder in eine Art Amnesie komme, weil ich geblendet werde von der Illusion des Außens, aufgefressen werde, weil ich weiß, dass das part of the game ist. Einerseits, um mich weiter zu verankern und zu festigen. Und zweitens, um nie zu vergessen, wer ich bin. Weil in dem Moment, wo ich es vergessen habe, tut es so weh, werde ich so krank, werde ich so panisch, dass ich keine andere Wahl habe, als mich zu erinnern. Aber wie lange diese Panikattacken, nenne ich sie jetzt mal, diese Amnesie, diese Demenz mich aufsaugt, bis sie mich ganz unten am Boden wieder ausspuckt und ich wieder von vorne anfange, das entscheide ich selber. Und wenn ich es mal kapiert habe und weiß, wie der Scheiß läuft, dann baue ich mir doch Sicherheitsstützen, die jedes Mal, wenn ich vom Fahrstreifen abkomme, wie auf der Autobahn, wenn du plötzlich den Weg verlierst und dann hast du diesen holprigen Randstreifen und merkst dann blablabla. Bau dir solche Streifen in dein Leben. Bau dir solche Alarmglocken in dein Leben und weißt, wo du bist
Und wo du wieder hingehörst, du baust dir eine Straße, du baust dir ein Umfeld. Und deswegen ist mein Divine Design World Programm genauso aufgebaut. Du machst das Blueprint Programm für dich selber. Du kannst es weiterempfehlen, du bekommst dann 20%. Du empfehlst es weiter, wenn du sagst, geil. Ganz einfach. Aber dann, wenn du davon überzeugt bist und sagst, ich möchte es weitergeben, weil es so genial ist, weil es wirklich alles heilt. Den Menschen die Heilung bringt, in die er schon eigentlich geboren worden ist, die er aber vergessen hat, bla bla bla. Dann wirst du Master Coach, die meinen sein soll Master Coach. Und gibst das weiter. Und bist in einer Master Coach Community gehalten. Das gehört dazu. Du machst nicht dein alleiniges Coaching-Business auf. Du bist nicht allein auf weiter Flur mit deinen Kunden, sondern du bist mit uns in der Divine Design World. Du bist da mit uns. Und jede persönliche Herausforderung, jede Angst, jede Krise oder mit Kunden, du bist da, du bist gehalten. Weil es nur so geht. Wirklich nur so geht. Und weil du nicht dafür dein ganzes Leben lang bezahlen sollst, sondern weil du dafür belohnt werden sollst, weil es ein Give and Take ist, habe ich es genauso aufgebaut, wie ich es aufgebaut habe. Dadurch, dass du da bist, dass du dich verwirklichst, verkörperst und das weitergibst, empfängst du. Wenn du mehr wissen willst, wenn du denkst, wow, wie soll denn das gehen? Schreib mir. Gerne. Wir fangen übrigens am 1. Mai an und es gibt eine Möglichkeit, zu zweit zu starten. Dann zahlst du nur den halben Preis. Du zahlst nur den halben Preis, wenn du zu zweit startest. Und das ist das Coole. Das gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn du niemanden hast, mit dem du zusammen startest, meldest du dich bei uns. Und wir haben jemanden auf der Warteliste. Und dieses Angebot gilt aber nur bis zum 23.04. Das gibt es nie wieder. Also, wenn du es jetzt wirklich für dich umsetzen möchtest, dann ist es genau jetzt der Moment. Und wenn du weiter warten willst und schon so lange gewartet hast und so viel probiert hast und es nie durchgezogen hast, weil da eben nicht diese Linie war, die, wenn du links oder rechts ausbrichst, die dir gleich anfängt und zu sagen, du holperst, you wobble, wie Abraham Hicks sagt, weil es da nicht da war. Aber das hast du bei uns. Und warum hast du es? Weil ich weiß, dass es ohne dich das fast unmöglich ist. Fast unmöglich. Aber so ist es eben für jeden möglich. Für jeden, der dieses Bedürfnis hat, sich erst selbst zu heilen und dann anderen zu helfen, heil zu sein. Aber jedes Mal, wenn du dich selber noch als dieses unheile Wesen fühlst, egal was du propagierst da draußen, schleppst dich wieder dahin, wo du nicht sein willst und wo du eigentlich auch gar nicht hingehörst. Also ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir irgendwie unter die Kommentare, unter das Video, schreib mir ein E-Mail, patricia@mywellfeeling.com. Besuch meine Homepage www.mywellfeeling.com. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Instagram Messenger. Wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann wirst du einen Weg finden. Wir sehen uns im nächsten Video. Spätestens, ich hoffe schon vorher.